Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf dem Project Unstable 3 Server. Ihr seht, ich bin ein bisschen besser aufgerüstet, ich habe unter anderem noch ein besseres Chatpack, aber dem widmen wir uns erst in der nächsten Folge, diesen Fortschritten, denn ich hatte die schöne Gelegenheit, mit dem Serverkumpanen Cäsar hier eine Folge aufzunehmen. Und das werde ich euch jetzt erstmal zeigen. Zunächst schauen wir uns mal an, was abging, als ich ihn so hier in meinem Dorf herumgeführt habe. Du wolltest meine Zuschauer kennen dich auch noch nicht, zumindest deine Base nicht. Was? Hast du eine Aufnahme dabei? Doch, wo du da warst. Oder habe ich das aufgenommen? Keine Ahnung. Falls ihr mich kennt, das ist der Flip. Ja, ich bin der Älter. Ohne Beine. Ja, ich sehe meine auch nicht. Ich schwebe. Oh. Selbst ohne Jetpack. Das ist der freundliche Spender des Jetpacks. Danke, kein Ding. Ich bin auf die von Ender.io umgestiegen, weil ich Ender.io einfach geiler finde als Thermal Expansion. Deswegen hatte ich das übrig. Jo, ja, cool. Schnauze hat mir mein Electric Jetpack verboten, beziehungsweise verbieten wollen. Ich hab's immer noch. Ja, da gab's ja. Bugs und Zeugs und. Und du hast seine Base zerschossen, oder wie war das? Ich habe überhaupt nicht seine Base zerschossen, das kriegt er immer schön alleine hin. Ja, das kommt davon. Overpowered Base, overpowered the Server Defekt. Das stimmt allerdings. Ja, mittlerweile steht sein EU-System wieder, das ist das Wichtigste für mich. Ja, du wolltest sehen, was ich so gebaut hatte bisher. Allzu viel ist es ja nicht. Ich bin ursprünglich ja woanders gewesen. Ich war auf so einer kleinen Insel, da kannst du eigentlich mal mitkommen. Das ist hier die flippige Insel auf der rechten Seite. Das war mein ursprünglicher Startpunkt. Und jetzt ist es einfach nur noch eine riesige Farm für alles Mögliche. Okay. Die will ich auch noch automatisieren. Also die ersten, ich weiß nicht wie viele Stunden auf dem Server, habe ich einfach nur damit verbracht, Pflanzen zu kreuzen. Ich weiß nicht warum, es macht mir einfach Bock. Wusstest du, dass es ein Update gab, seitdem man Reis zum Beispiel in Wasser pflanzen muss? Ich hab's mal gehört, dass es gekommen ist, ja, aber dass es jetzt schon aktiv ist? Nö. Kennst du das? Da kann man nämlich bei seit dem neuesten Agrikraft-Update kann man Erde zweimal harken und beim zweiten Mal wird so eine Senke, die man mit Wasser füllen kann, dieses Waterpad eben. Oh, und cool. In das setzt man dann halt, was war das alles, Reis oder die Water Artichokes von Witchery und noch so ein paar Sachen. Finde ich total fancy. Das einzige Problem an Agrikraft sind immer diese Lags, die entstehen, wenn man diese Sprinkleranlagen anmacht. Deswegen sind die bei mir alle abschaltbar. Das ist immer nicht so witzig. Ja, bei mir ist irgendwie die Animation ab und zu mal völlig durchgedreht. Da hast du dann nur noch Wasser in der Luft gehabt. Sah irgendwie strange aus. Ja, mit Sprinkler, mit Partikeln ist es hier auf dem Server eh interessant. Irgendwie, da gibt's auch mehr als sonst. Jedes Mal, wenn ich einen Block zerschlage, oder ich glaube, aktuell ist es nicht mehr so schlimm, aber dann hatte ich immer das Gefühl, ich werde von Partikeln überschwemmt. Ganz genau. Ja. So, also hier habe ich eben angefangen, da hatte ich dann hier oben mein Bett stehen und sowas, habe mit dem Master Emil gefangen und eingeschlossen. Der stand hier halt so rum. Hallo Emil. So ein einsamer Hauptgoblin. Hast einen schönen Platz da drin, ne? Ja, sieht richtig zufrieden aus. Ja, Massentierhaltung aber nicht so viel ohne Masse. Kissen hat ganz rote Augen, der Kerl. So, geht's zurück. Ich sollte vielleicht aufhören, Industrial Hemp anzubauen. Ja, und dann habe ich dieses Dorf gefunden. Ich habe einfach gedacht, so ein Dorf wäre total cool, weil dank Witchery haben wir ja diese generierten Mauern um die Dörfer rum, auf denen man rumlatschen kann und alles. Und diese Wächter gibt's ja auch. Da sind irgendwie mittlerweile nicht mehr so viel übrig, keine Ahnung. Aber ich habe eine Menge Villager hier hinten. Da gibt es so einen interessanten Bug. Da haben sich die Leute auch schon Mods drüber amüsiert, Purple und so. Hier. Das sind nicht dabei. Das ist nicht gut. Ich komme. Hier gibt es so einen komischen Bug, der bewirkt, dass die Villager hier nicht wirklich ins Haus kommen und nicht wirklich raus, weil sie so viele sind und dadurch vermehren die sich ständig. Und deswegen habe ich hier eine Villager-Überflutung sondersgleichen und ja, das kann man dann schön ausbeuten, indem man halt so ein paar Vacuum-Hopper da hinhängt und dann die Emeralds rausklaut. So ab und zu mal. Und schon habe ich wieder 11. Das ist ziemlich nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und mit denen habe ich dann halt auch entsprechend gehandelt und dadurch habe ich mir zum Beispiel eine Compact Machine bauen können und so Zeug. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich dich nicht verliere.
Ich habe das Dorf komplett ausgeleuchtet. Bin ein bisschen stolz auf das hier. Diese Klippen sind nicht so generiert worden, sondern das war so eine flache Wand. Und die habe ich halt damals noch mit einem Leadstone-Chatpack, was halt total mega nervig war, habe ich dann hier alles so weggeschlagen, dass es halt ein bisschen aussieht, als wäre es natürlich und nicht so eine gerade Kante. Das sieht gut aus, ja. Und in meinem Dorf gibt es irgendwie alles. Ich habe hier so ein Roguelike-Dungeon, in das ich noch überhaupt nicht reingegangen bin. Da muss die können ich mal richtig dreckig werden, die Dinger, ja. Ja, deswegen bin ich da noch nicht rein. Da will die ich erst eine richtig. Ebene ist meistens noch okay, aber wenn man dann spätestens auf zwei Creeper-Spawner trifft, dann ja, wird's unlustig. Oh, ja. Vielleicht wäre Blast Protection ganz gut. Kann ich mir mal vormerken. Der ganze Dungeon war im Eimer. Schnauze ist dann gekommen und hat mich da rausgeholt, weil ich keinen Plan mehr hatte, wo ich bin. Der hat mir dann da unten zum Glück geholfen, sonst wäre komplett alles, was ich hatte, da weg gewesen und ich hatte einiges dabei. Oh. Naja, was soll's. Sollten mal zu zweit in den hier reinmarschieren und uns da durchbetteln. Das können wir uns mal vormerken. Das können wir mal machen, aber erst, wenn ich bessere Rüstung habe, weil momentan bin ich ja noch im Aufbau mit meinem ganzen Gedöns, aber es geht langsam vorwärts. Sehr gut, sehr gut. Ja, wenn mehr Zeit hätte, würde es bei mir auch schneller gehen. Ich bin dann hier in dieses Haus gezogen. Deswegen hat das auch dieses rote Dach. Das sind diese Treated Wood Sachen von Immersive Engineering, die ich einfach unglaublich schön finde, von der Farbe her. Ja, sind aber nicht allzu günstig. Ja, ich hatte schon ziemlich früh diesen Coke Oven hier hinten stehen. Dadurch hatte ich halt eine Menge von diesem Creosote Oil. Ah, okay. Ich hab keine Kohle mehr drin. Ich muss wieder mehr Kohle besorgen. Habe ich hier noch welche? Ah, schön viele Drawers. Ja, und diese Schränke von, diese Locker von Better Storage. Ich mag Kisten übereinander gestapelt irgendwie nicht mehr. Deswegen wollte ich unbedingt sowas. Ja, das muss ich mir jetzt auch mal ein bisschen reinbauen. Ich habe jetzt mein Lager erstmal überhaupt irgendwie sortiert bekommen. Aber ja, kriegen wir schon mal hin, irgendwann. Aber diese kleinen Locker stehen bei mir auch noch auf dem Speiseplan. Ja, die sind super. Ja, und ich finde es einfach toll, da hat man dann nicht ständig diese nervenden Geräusche von den Kisten in der Aufnahme, ja, weil man halt einfach hingehen kann und ohne Interface das Zeug einfach rausklicken kann. Das finde ich unglaublich schön. Mit den Maschinen. Welche Größe gehen die Drawers eigentlich? Die gehen ziemlich riesig. Wenn du da ein Emerald Upgrade reinhaust, dann kannst du auch in die Vierer Drawer ordentlich was reinpacken. Wie groß die genau werden, weiß ich aber nicht. Wird reichen wahrscheinlich. Ja. Ich benutze die in sämtlichen Modpacks und bin ziemlich begeistert davon, weil man halt auch in diese Drawer-Controller einfach Zeug reinpipen kann und es wird dann verteilt. Das ist so praktisch. Kennst du Compact Machines? Ist das nicht das, wo man richtig reinkommt in den Block da? Genau. BTF, der ist hier drauf. War ich auch voll begeistert. Klick mal damit rechts, klick drauf. Ja, den kenne ich aus Obscurity, diese Compact Machines. Stimmt, ja, das hatte ich auch mal angespielt. Aber dann hatte ich beschlossen, dass ein komplett dunkles Pack vielleicht nicht so praktisch ist für YouTube. Wo du halt im Dunkeln nichts mehr siehst. Ja, ziemlich hochgedreht. Krass. Kann man die hier bauen? Ja. Also ich habe die, das ist eine aus Diamant. Die habe ich dann eben, ich gucke gerade, ob ich, Brightness habe ich auf Bright, ja. Ich habe die Diamanten halt irgendwo zusammengemopst gehabt. Aus AI-Systemen von, keine Ahnung, wahrscheinlich von Schnauzer. Und habe mir das Ding dann hier zusammengesetzt. Und da habe ich halt meine ganze Maschinerie drin. Und das Tolle ist halt, dass du in diese Compact Machines auch von außen reinpumpen kannst und dann wieder was rausziehen kannst, egal ob es Strom oder Items oder sonst was ist. Ah, du bist mittlerweile wieder da. Ja. Und da drin verstecke ich eben meine ganzen Maschinen und leite dann von außen rein und ziehe wieder raus. Und dadurch habe ich halt nicht so viele Maschinen in meiner kleinen Hütte rumstehen und kann das Ganze so ein bisschen kleiner halten. Das finde ich ziemlich nice. Du bist unsichtbar. Das ist doof. Ah, schon wieder? Ja, na, wirst schon auftauchen. Ah, jetzt bist du wieder da. Ein Drawer-Controller. Kennst du gar nicht? Nö. Kennst du Router? Den Mod an sich, oder was? Oder wie? Ja, Router Reborn, der neue Mod, oder auch der Router von von Factorization, glaube ich, ist der. Nö, sagt mir so nichts. Ein Router funktioniert halt dadurch, du schließt ihn direkt an Inventare an und er verteilt ohne Rohre in diese Inventare. Das macht dieses Ding eben auch. Wenn du Drawer daneben packst, kannst du statt der Drawer
den Drawer-Controller rechts klicken und es wirkt, als würdest du es in irgendeinen der Drawer außenrum reinklicken und es wird dann da rein verteilt, wo schon was ist. Nice. Und das kann man auch übers Eck gehen lassen, wenn man einen Oak Trim, das ist so ein Ding hier, das sieht ganz unspektakulär aus, wenn du sowas in die Ecke packst, dann, das habe ich hier zwischen Schrank und Controller und Drawer, dann reicht dieser Drawer-Controller auch ums Eck. Und, ah, cool. Und wenn ich jetzt irgendwas rechts klicke, was du noch nicht im Inventar hast, sucht es sich ganz einfach was Freies. Das muss ich zugeben, habe ich noch nie probiert. Ich glaube nicht, dass er das tut. Das macht er aber, ich habe es versucht, wenn du Sachen... Das macht er nur dann, wenn du Sachen mit Rohren in den Drawer-Controller reinleitest. Ah, okay. Weil ansonsten würdest du halt dein gesamtes Inventar leer ziehen und deine ganzen Werkzeuge wären weg, wenn du drauf rechts klickst. Deswegen hat das wahrscheinlich der Modder dahinter dann anders gemacht. Aber wenn du es mit Rohren reinleitest, verteilt das tatsächlich auch auf freie Inventare. Das ist einfach unglaublich praktisch. Was ich noch geiler finde, ist die Mod Router Reborn. Das ist eine der wenigen Mods, die wir hier tatsächlich nicht haben. Die benutze ich in Agrarian's Geist 2 und die verteilt eben nicht nur an die Drawer, sondern auch noch in Kisten oder Locker oder sowas. Und das, da brauchst du dann kein EI-System mehr, weil das sortiert dir halt alles perfekt. Und du brauchst keine Rohrleitung und nix. Und diese ganzen Drawer sind damit ansprechbar, dass diese eine Controller in der Mitte steht, oder was? Ich probiere mal, ob es bis zum Gold reicht. Warte. Jo, tut's. Es reicht cool. Also komplett hier außenrum bis zu dem... Die haben eine begrenzte Reichweite tatsächlich. Es gibt dann noch aus der Mod diese Drawer Slaves oder Drawer Controller Slaves. Die erhöhen die Reichweite von Drawer Controllern nochmal. Das muss ich mir unbedingt mal merken. Das Ding ist cool. Ja, die sind toll, die Teile. Ich konnte nur leider nicht gleich einen craften, weil man Quarz dafür braucht. Und dann muss man halt in den Nether... Aber alles machbar. Eine Chisel Torch. Yay. Momentan bin ich ein bisschen mit Chisel am Ausrasten. Oh, Chisel ist absolut episch. Ich liebe diese Mod. Diese Stone Bricks, die ich hier unten habe, sind ja auch davon. Ich hatte hier erst so einen Block von Immersive Engineering, Hempcrete. Das ist so ein grauer, ganz schick aussehender Block, der halt so eine Art Beton ist. Aber den konnte ich nicht microblocken. Und ich konnte auch Sachen nicht damit anpainten in der Painting Machine von End.io. Deswegen bin ich zu was von Chisel übergegangen. Es ist damit kompatibel. Tja, ja. Ich finde es cool, dass man die Fackeln ganz einfach umbauen kann mit Chisel. Dann ist mal alles bei mir umgesetzt daheim. Ja, da kann man ja eh... Der Macher von Chisel arbeitet gerade an einer Kompatibilität zur Applied Energistics, dass du dann direkt den Block, den du haben willst, in so ein spezielles AI-Terminal eingeben kannst, dann chiselt er dir den vor und spuckt ihn dir aus. Cool. Mhm. Ah, du hast den anderen Kaukaufen? Okay. Ja, der ist wohl... gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Der ist zwar wohl ein bisschen schneller, der Kaukaufen von Immersive Engineering, aber die Coke ist wohl nicht mit allem hundertprozentig kompatibel. Ich bin am überlegen, ob ich den tatsächlich durch den anderen Coke-Oven ersetze. Ja, ich wusste gar nicht, dass Immersive Engineering einen mitbringt. Darum habe ich ganz einfach mal den genommen gehabt. Das gibt einen interessanten Bug, habe ich gemerkt, einen optischen bei dem Immersive Engineering Coke-Oven. Wenn es regnet, wird der Regen, wenn du auf dieses Ding guckst, vor dem nicht gerendert. Okay. Das ist strange. Daran merkt man halt, dass Immersive Engineering noch in einem sehr frühen Stadium ist, ne? Aber ein sehr cooles Stadion. Ja, das stimmt. Das Immersive Engineering macht echt Laune. Oh ja, ich muss noch viel mehr damit machen. Aber irgendwie, ich habe halt, ich habe erst gedacht, ich mache mir vielleicht diese Teile, mit denen man seine Ofen beheizt. Die hast du, glaube ich, auch, ne? Diese External Heaters oder wie sie heißen. Genau, ja. Aber nachdem ich so einen Steve's Workshop Table habe, hat sich das auch erledigt. Jo, nee, aber ich wollte jetzt mal speziell auf Immersive Engineering ein bisschen eingehen bei mir am Anfang. Darum habe ich dann mal so die Grundsachen damit gebaut. Das ist meine Feder- und Eierfarm. Bei Witcher braucht man... Feierfarm! Nicht ganz. Ja, bei Witchery braucht man in einem frühen Stadium sehr viel Eier tatsächlich. Okay. Und deswegen habe ich hier so einen Spotloader hingepackt, der halt nur diese kleine Stelle, diesen einen Chunk loadet, damit die dauerhaft halt Eier legen, denn das dauert einfach viel zu lang. Federn geben sie viel schneller, komischerweise. Du kannst da ganz einfach eine Kiste hinten dran packen an den Hopper. Ja, stimmt, das könnte ich auch machen, aber so viel brauche ich eigentlich gar nicht, dachte ich mir. Ach so, okay. Ja. Ja, ich habe gesehen, dass du die ganzen Hopper ohne Kisten betreibst.
Kennst du diesen Boden hier, auf dem wir gerade laufen, den Trodden Dirt? Nee, aber sieht es aus Britannia kommt. Ja, das ist total cool. Kennst du die Neuerungen in Minecraft 1.9? Teilweise, so viel habe ich mich damit nicht beschäftigt. Aber ja, man kann irgendwie mit einer Schaufel rechts klicken, ne? Genau, und dann bekommt man diesen, auch so solchen Boden eben, der so ein bisschen eingesenkt ist. Der ist ein bisschen kleiner als ein Block. Stimmt, ja. Und man hat so einen kleinen Speedboost drauf. Und ich glaube, der Speedboost ist bei Minecraft 1.9 nicht dabei. Aber Britannia hat das einfach so vorgezogen, dass wir das halt auch in Modded Minecraft schon haben. Das ist cool. Ziemlich cool, finde ich. Da oben siehst du, da hat sich mal wieder der Master verewigt. Der war mal mit einem Statue-Hammer und so Zeug bei mir und hat sich da ein bisschen ausgetobt. Finde ich ganz witzig. Ich habe ihm dann natürlich auch ein paar solche Statuen in seine Bude gestellt. Ja, ich habe in der letzten Staffel Klos, Flamingos und was weiß ich gestellt. Drum ist auch bei mir mitten in der Bude ein riesen Flamingo, weil das muss den Begrüßungsflamingo geben. Ist einfach so. Besonders als ich eigentlich rausgefunden habe, wie das mit diesem komischen Worktable bei DecoCraft genau funktioniert und ich dann strahlend in die Aufnahme gebrüllt habe, dass es jetzt mit den Flamingos weitergeht, sind ja waren alle nicht mehr so begeistert. Verstehe ich gar nicht. Die Flamingo-Schwemme ist zurück. Ja, Flamingo und Toiletten waren überall gestanden. Haben sich richtig gefreut, die Leute. Ja, die Toiletten sind super. Meinst du die Toiletten von der anderen Mod da? Weißt schon? Nee, ich habe alles in DecoCraft gemacht. Ah, da gibt's auch welche. Ja. Schick. Ja, es gibt ja die da war, glaube ich, Master auch mal mit einer bei mir, die von der Furniture-Mod. Da gibt's eine, auf die man sich... Dass die den eigentlich rausschmeißen wollten, weil wenn man seine Rüstung drin wäscht, ist die wieder repariert? Da war doch irgendwas. Ja, Rüstungen und Waffen kann man beides damit ohne jegliche Kosten reparieren tatsächlich. Das ist dezent übertrieben. Ach was. Das heißt, Furniture-Mod muss ich auch noch machen. Ja, die Teile sind aber furchtbar laut, das finde ich mega nervig. Mhm. Ja, da gibt es halt auch so Sachen, der Printer von der Crayfish Furniture-Mod, der kann dir halt verzauberte Bücher kostenlos vervielfältigen. Und ja lauter so immer. Ne? Ja, es ist aber so leicht. Ich habe Master darauf bestanden, dass der reinkommt. Ja. Ja, wenn man ihn richtig nutzt, kann der ja auch einfach nur hübsch aussehen. Ich meine, du hast so richtig, Küchen, ja. Kühlschränke und so Zeug. Okay, so viel zu dem Teil dieser Folge. Wir haben Cäsar also hier durch mein Dorf geführt und dann hat er uns dafür so als Revanche auch seine Base gezeigt. Und natürlich will ich die euch auch nicht vorenthalten. Gucken wir uns die an. Obligatorisch in jedem Project Unstable muss ein Begrüßungsflamingo da sein. Das hat eine lange Tradition und die müssen auch bei jedem Spieler irgendwann mal verteilt werden. Ist noch ein To-Do. Sonst halt das ganze Standard-Müßkraft-Gezuppel hier. Da habe ich mal in der Mining-Welt so ein Link-Portal gefunden, also diese Steine dafür. Stimmt, da gibt's welche, habe ich auch schon gesehen. So was sollte ich mir auch mal bauen. Oh, ist ganz einfach. Dann habe ich jetzt das neueste Projekt, ist hier unten den Berg ein bisschen auszuhöhlen. Da kann man sich schön XP-Bärchen schnappen, so unterwegs. Habe ich gemacht. Und ich setze halt bei meiner ganzen Stromerzeugung hier auf diese erneuerbaren Sachen von Immersive Engineering. Also hier zum Beispiel so ein, da oben siehst du noch knapp, genau über deinem Kopf. Mhm. Den könnte direkt deiner, da kannst du bis zu 3 Wasserräder dran hauen und dann gibt es den ganz gut Saft. Und hier oben habe ich offen gelassen, damit man die Verkabelung gleich zieht. Kennst du das mit diesen Water Wheels, wenn du da das Wasser nicht nur oben drüber laufen lässt, sondern auch unten nochmal in Gegenrichtung drunter, geben sie, glaube ich, noch ein bisschen mehr Strom? Ja? Ja, habe ich mal gehört, ich habe es selber noch nie probiert. Können wir mal ausprobieren, irgendwann demnächst mal so, ne? In die Gruft, okay. Genau, da habe ich mal so Dungeon-mäßig von DecoCraft die schönen Skelette geholt. Gruselig. Und da hinten liegt Heinz. Ich habe keine Ahnung, wer Heinz ist, aber er liegt hier. Heinz hat mal auf diesem Server gespielt. Ganz genau. Dann hat er angefangen zu griefen. Yeah. Dann hat sie's ausgeheinzt. ja, ein bisschen Pilze, weil Rip Heinz. Du weißt ja, Pilze braucht man immer mal. Boah. Und hier sind Magic Mushrooms. Büschel mit Aluminium und so weiter. Da kannst du ja, wenn du willst, nimm sie dir mit.
Die einzigen seltenen sind eigentlich Eisen und Gold, aber Aluminium und hier auch das ganze Zinnzeug, das findet man dermaßen viel. Wenn du willst, schnapp dir die Büsche, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Okay, nice. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ups. Weil besonders für den Anfang sind die halt cool und sobald du es ein bisschen automatisiert hast, diese Autonomous Activator, die brauchen halt echt sehr, sehr wenig Ressourcen und gehen ab wie sonst irgendwas. Ja, mittlerweile brauchen sie ja wenigstens Strom, ne? Ja. Das war ja. Das stimmt. Das war ja aber ein Wechsel, der auch erst innerhalb der 1.7er passiert ist, glaube ich. Aber äußerst wenig Strom, also das, da brauchst du wirklich fast nichts. Und ich habe dir ja vorhin den kompletten Stack Gold gegeben. Das hat es, glaube ich, innerhalb von einem Tag wieder drinnen. Und ich habe nur 3 Goldbüsche. Ja, krass. Ja, klar, aber wenn man das chunkloadet, ne, auf dem Server läuft es dann 24/7. Richtig. Da musst du irgendwann anfangen, das Zeug zu voiden. Tja. Jedenfalls habe ich hier mal alles schön am Anfang aufgebaut gehabt, überall Kisten in die Ecke gedrückt und was weiß ich. Und das habe ich jetzt erst alles umgezogen. Und ja, das wird jetzt dann nochmal eine schöne Creepy Cove zum Eingang. Mein Der Ziel hier braucht ist, definitiv dann auch einen Namen. Bitte? Der hier braucht definitiv auch einen Namen, der hier so an der Wand hängt. Das ist Mr. Boiled Egg. Was? Boiled Egg. Schön gekochte Egg. Ach, halt. Boiled Egg. Oh, oh Gott. Okay, das Moment, war ich hab noch einen. Clever. Ich hab noch eine Flachwitz. Hier ist Mr. H. Armlos. Oh Gott. Ja, es tut mir leid. Was? Deine Witze sind waffenscheinpflichtig, weißt du das? Ab und zu, ja. Solltest dich da jedes Mal ausweisen, wenn du die erzählst. Okay. Jedenfalls möchte ich dann. Magic Forest! Jo. Magic Forest sind super. Ich liebe Magic Forest. Ja, die sind gar nicht schlecht, aber es gibt keine freien Spinnenbäume mehr. Die sind alle weg. Oh. Also gut, nicht weg, aber sie sind weggelootet. Die gibt's aber, glaube ich, auch außerhalb dieser Magic Forests, ne? Ja, die können random ein bisschen kommen, wenn du andere Bäume in der Nähe hast. Das hier waren halt so meine kleinen Anfänge, bis ich dann nach oben hin umgezogen bin. Weil oben ist ja erstmal gar nichts. Auf diesen Extreme Hill Biomes hast du da wirklich nichts, gar nichts. Da ist nur dieses komische Crag. Ja, das sind diese Crag-Biome. Das ist ja nicht mal das normale Extreme Hills. Das ist, glaube ich, auch von Biomes of Plenty. Warst du hier noch nicht so oft? Ich lag gerade wie blöde. Nee, ich hab da irgendwas spinnt mit den Chunks da unten. Alter, meine Sprache ist heute irgendwie weg. Ach, Sprache wird überbewertet. Ich hab da auch einige Chunk-Fehler. Dann spring ich mal lieber zurück. Aber ich seh dich. Hallo. Hi. Ja, hier oben sind die zum Glück nicht so. Ja. Hier bin ich sicher. Oh. Genau. Es rastet gerade die Baumform wieder ein bisschen aus. Apropos Pilze, und man braucht Pilze, hier die wichtigsten, Magic Mushrooms, Domcraft. Am besten, ja, läuft, genau, einfach mal auf den Boden setzen und durchlaufen, das ist immer ein großer Spaß, instant Nausea. Was ich hier gemacht habe, ist ziemlich ausrasten mit der kompletten Verkabelung. Hier drunter sind keine Ahnung wie viele Kabel gespannt, weil ich alles direkt unter der Erde angebunden habe. Was jetzt mittlerweile ein bisschen problematisch ist, ist, dass die Kabel nicht mehr genug Leistung bringen. Das heißt, unten meine ganzen External Heaters und die ganzen Autonomous Activator, das heißen die Teile, genau, brauchen so viel Strom, dass die Heater nicht mehr konstant geladen werden. Da hast du immer jetzt ein bisschen Delay drin, da muss ich mal schauen, dass ich die Kabel austausche. Stimmt, der Geschwindigkeitsvorteil der External Heater gibt sich, glaube ich, auch erst, wenn du die dauerhaft versorgt hast, ne, dass die immer vorgeheizt genau, bleiben. Genau, ja, die müssen wirklich richtig Bums haben, ja. Dann habe ich hier noch die Capacitator Bank, die mir von einem freundlichen Gönner gegönnt wurde. Die hast du ja, glaube ich, selber gecraftet, oder? Ich glaube, ich habe den Stirling Generator vorbeigebracht noch. Stimmt, den Stirling hat es. Ja, der gegeben. Ist deutlich billiger, glaube ich, als so eine Capacitor Bank. Aber halt zum Jetpack laden, ne? Genau, optimal ist es. Schmeiß mal im 1 rein, ist nur so eine Million RF, die das jetzt rauszieht. Nein, ist ja noch ziemlich voll. Du selbst, wenn, hier oben habe ich jetzt die Windmill mal mit dem Advanced gemacht. Mit diesem Advanced Wheel? Heißt es Wheel? Ja, das ist wahrscheinlich das Windwheel? Mit den, das hier vorne mit den, mit dem Stoff an den Improved Windmill Propellern. Genau, da brauchst du halt jede Menge Treated Wood, dann brauchst du jede Menge Hanf,
und ein Stahl. Mhm. Und dann kannst du das Ding da bauen. Und es gibt wirklich ein ganzes Eck mehr Strom. Schick, schick. So, nachdem die ganzen Villager sowieso zu blöd sind, eine schöne Meltery zu verwenden, habe ich mir mal ein paar zusammengeklaut und im Prinzip nur die Sondersachen hier gemacht. Was cool ist, wenn du einen Sludge Boiler hast, der ist ja bei Mindfactory loaded eigentlich immer mit dabei, weil die ganzen Maschinen Sludge herstellen, dann kriegst du dermaßen viel Sand, Clay und Gravel, da brauchst du überhaupt nicht mehr farmen gehen. Also ich habe ein bisschen was gefarmt, dann hat es das Ding hier sowieso schon gegeben und ja, dann konnte ich mir eine schönes Meltery machen. In Agrarian Skies 2 bin ich über das Ding an Netherrack rangekommen, weil da kannst du in dem Modpack in Agrarian Skies 2 kannst du dich eigentlich nicht in den Nether trauen. Da fliegt dir alles um die Ohren und dann gibt es diese fiesen kleinen roten Silverfish, die auf dich losgehen, wenn du Erze abbaust und oh Gott, das ist hässlich. Ja, die Smeltry ist nicht schlecht. Ja, vor allem ein Sludge. Hier habe ich die Farm übrigens mit Rubber betrieben, also vom Prinzip her, die Farmen sind immer gleich, man hat einen Harvester, dann hat man genau in der Mitte des Feldes einen Planter. Genau, der ist hier und drunter. Und man gibt denen halt das gleiche Upgrade. In meinem Fall Eisen, weil das reicht mehr als genug. Ja, das sind dann 5, 6, 7, 8 in jede Richtung, ne? Radius 1, 2, 3. So in etwa, ja. Kommt hin. Ich glaube, das war gerade falsch gerechnet von mir. Sind es insgesamt 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 insgesamt. Ach Gott, und sowas wie ich studiere Informatik. Das kann doch nicht gut gehen. Da gibt es so einen coolen Gummihammer. Wenn du da. Oh ja, zeigt dir. Der Precision Sledgehammer, ne? Ja, ganz genau. Das Ding ist super. So, da können wir mal wieder ein bisschen lose generieren lassen. Ich finde es immer noch toll, dass du die Teile lose nennst. Das ist so unglaublich passend. Ja. Die Rede ist von diesen Scrapboxen hier. Genau, gönn dir ein paar und die hier sind. Also echt, als Glücksfee taugst du nicht viel. Die Teile heißen Scrapboxen. Weißt du, was Scrap auf Deutsch heißt? Müll. Diamant. Da können oft genug Diamanten drin sein. Moment. Möchte ich hier nur mal erwähnen. Moment. Ich schlag für dich nach, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass Diamanten da rauskommen. Ja, irgendwie 0,2% oder irgend so ein Blödsinn. Ja, ich glaube fast 0,0. Ah, nee, 0,19%. Hey, ein Fünftel Prozent. Wow. Gott, ja. Mathe und ich, wir werden niemals Freunde. Ich sollte aufhören, irgendwelche Rechnungen anzustellen hier. Ich mache mich lächerlich. Was aber richtig cool ist, ich habe mit dem Teil meinen Stahlgenerierofen da unten. Blast Furnace, oder? Ja, genau, die Blast Furnace von dem Massive Engineering gebaut, weil die braucht diese Netherbricks. Und da ich keinen Bock hatte, in den Nether zu gehen, habe ich ganz einfach das Netherrack aus dem Teil genommen und durchgebraten und damit schon das meiste hinbekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, genau, das Ding erzeugt eben Sludge, der Harvester, wenn er die Teile abgebaut hat. Das geht in Sludge Boiler und dann kriege ich da noch allerlei Gedöns. Jede Menge Sand zum Beispiel für Glas und sowas. Ist auch nicht verkehrt. Und der ganze Clay, der rauskommt, den habe ich hier hinten dann in mein kleines Botanier-Häuschen gepackt. Botanier, ich bin heute ein Spack, das ist unglaublich. In mein Deco-Craft-Häuschen. Ursprünglich war das nämlich mal als Botanier gedacht, hier hinten. Dass ich mit Blümchen da ein bisschen was mache, aber der Platz hat dann nicht gereicht. Und die Hütte war dann zu klein und hab ich mir gedacht, komm, jetzt schmeißt du da das Deco-Craft-Gedöns rein und fertig. Ach, warum auch nicht? In der Table kannst du ja hier, also in der Deko-Bench, die ganzen Sachen auf Vorrat jetzt reinschmeißen. Und da sind viele Stacks Clay reingeflossen, dass jetzt noch 4300 Einheiten drin sind. Ah ja, jo. Genau. Und dann? Und aus Botanie kannst du mit diesen Petals und dem Mörser diese Farbe herstellen, die du auch in diese Bench reinschmeißen kannst. Genau, und dann braucht man für jedes Item, das man sich basteln will, verschiedene Mengen von Blau, Grün und Rot und dann kommt dieses Item dabei raus. Ganz ursprünglich genau. Waren ja diese bunten Clays vor dem letzten großen Update von DecoCraft waren das ja Items, die man dann wirklich craften musste. Aber es ist halt sehr viel einfacher, wenn man das einfach hier reinschmeißt und sich dann raussucht. Das ist dann so eine Art Deco-Craft-Auto-Crafting und das macht dann die Sache einfach sehr viel einfacher. Was ich auch cool finde, ist, dass du jetzt mittlerweile oben diese Sortierung hast. Wenn du den Filter einschaltest und dann durchswitcht, dann hast du ja die ganzen Möglichkeiten, was geht und was nicht geht. Da findest du wirklich schön die Sachen. Oh, ich wollte Master noch eine Kamera hinstellen. Mach, da ist mehr als genug.
Zeug drin. Du musst ja auch ein Flamingo machen für dich zu Hause. Dann muss ich da noch schon mal nicht mehr hin. Das ist eine gute Idee, dann mache ich mir einen Flamingo. Tab-Filter machen wir mal weg. Flamingo. Es gibt zwei. Ich glaube, ich habe den Lawn-Flamingo genommen. Lawn und Garden, okay. Dann nehme ich mir den Lawn-Flamingo. Ich glaube, so groß unterscheiden die sich nicht. Irgendwie kann ich den gerade... Ach, der muss wahrscheinlich auf Rasen, oder? Wenn der Lawn-Flamingo heißt. Hä? Warum kann ich den irgendwo hinsetzen? Geht's nicht? Nö, irgendwie nicht. Warum nicht? Probier du mal. Ich mach derweil den anderen. Und ist er wirklich komplett rot? Hey, aber warum? Keine Ahnung. Musst du vielleicht auf den Wieseblock? Aber das wäre ganz neu. Ja, der muss auf ein richtiges Grasding. Hä, das habe ich doch gemacht. Nee, auf Gras, also dieses Gras hier. Ach, okay. Dann wird es mir als weiß angezeigt, aber es sagt mir, something is in the way. Ha. Huh. Das Ding ist schlicht und ergreifend verbuggt. Also Lawn Flamingo, böse, merken. Ja, Garden Flamingo, gut, auch merken. Genau, der passt. Moin, deiner. Juhu. I has Flamingo. Ganz genau. Ja, das ist eigentlich so die Automatisierung und so weiter, die ich jetzt gemacht habe bisher. Es hat mich ziemlich viel Zeit gekostet, hier erstmal hochzukommen und alles hier zu plätten und schön zu machen. Oh ja, das war ein bisschen intensiv. Dann habe ich auch endlich diese blöde Baumfarm komplett hinbekommen und erst dann kannst du eigentlich durchstarten. Ah ja, und du benutzt überschüssige Saplings in dem Recycler hier, um diese Scrapboxen zu machen. Jetzt kapiere ich auch, wie du die herstellst. Genau, da kommt, dadurch, dass es Rubber Trees sind, kommt ja da auch der Rubber mit. Und wenn du in die Doppelkiste da schaust, ich kann jederzeit die Sortierung wieder ändern, aber mehr Rubber braucht der Mensch nicht. Nee. Von dem her geht das alles rein und dann werden die Scrapboxen draus gemacht. Ich mache jetzt dann noch demnächst eine automatische Sortierung, dass da automatisch dann die Diamanten und so weiter nur noch genommen werden und der Rest dann in eine, was weiß ich, Trashcan oder sowas geht. Klingt für das wird dann nach unten geformt. Genau. So habe ich meine Diamantenfarmen immer eigentlich gemacht. Mhm. Sonst habe ich halt schon viel erforscht, viel rumgeguckt. Also meine Map ist richtig schön aufgedeckt. Und da findet man schon echt coole Sachen durch Biomes of Plenty und diese ganzen Dungeons. Wie zum Beispiel diesen schönen Emerald Dungeon. Mhm. Der war richtig cool. Da können wir mal gucken, wie viel derzeit wirklich drin waren. Mhm. Jo, kannst du gerne hin. Warte, ich habe noch... 12 Emerald-Blöcke und ich glaube, 2 habe ich schon aufgelöst. Also müssten es 16 oder 17 Stück gewesen sein. Ja, Wahnsinn. Das ist eine Menge Emeralds. Mehr als ich habe wahrscheinlich. By the way, kurze Frage. Kennst du die Gates von Buildcraft, mit denen du Redstone-Engines ersetzen kannst? Ja, ja. Braucht aber Strom ohne Ende. Falls... Und das habe ich mir noch nicht geleistet. Ja, falls du mal welche bauen willst, du hast bestimmt gesehen in meiner... Compact Machine ist so ein Buildcraft-Setup mit Lasern. Wenn du da mal Bock hast, kannst du hinschauen und dir das Zeug bauen. So ein paar Gates. Ich glaube, die Gates gehen noch. Richtig teuer werden die Redstone Crystals für die Robots. Und ja. Da habe ich mir mittlerweile 4 davon gecraftet, also sollte so ein Gate auch drin sein. Verwendest du eigentlich auch die Canning Machine für Nahrung? Nee, momentan überhaupt nicht. Ich mache das bisher noch echt legit. Ich habe ein paar Villager von Pam's Harvestcraft. Mit denen kann man für, ich glaube, einen Emerald und dann bekommt man halt einen ganzen Stack von so richtig overpoweredem Essen dabei raus. Diesen, wie heißt das Zeug? Epic Bacon und so, der halt alles komplett auffüllt auf einmal. Und sowas fülle ich dann halt zusätzlich bei meinem Essen rein. Und ich werde die Farm, die ich dir gezeigt habe, auf der Insel, werde ich komplett mit Buildcraft-Robotern automatisieren, sodass ich dann da auch immer meinen Foodlocker damit auffüllen kann und dann halt immer genug Essen habe. Coole bei diesen Cans, die da rauskommen, ist, dass die ignoriert werden von wegen, das hast du schon gegessen. Mhm. Weil, das heißt, da kannst du dich vollstopfen wie die Sau. Genau, weil eben danach was übrig bleibt und damit kommt die Spice of Life Mod nicht klar. Ne? Das ist jetzt. Wie bei Schnauzer mit seiner Fruit of Grisaia. Die wird ja auch nicht aufgebraucht, wenn man von ihr isst. Deswegen wird die auch von Spice of Life ignoriert. Finde die Tür nach wie vor cool. Sieht schon verdammt fancy aus, diese Animation. Ja, und nun wisst ihr auch, was es mit diesem Flamingo hier auf sich hat. Das war ein kleines Geschenk vom Cäsar, der auf Dekokraft-Flamingos und
Dekokraft Toiletten abfährt. Wie auch immer. Wie gesagt, in der nächsten Folge widmen wir uns dann meinen Fortschritten, die ich hier so gemacht habe. Dem hier zum Beispiel. Dummdi-dumm. Ihr habt nichts gesehen. Einstweilen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder hier auf dem Server. Und dann schauen wir uns an, was noch so ansteht. Bis dahin macht's gut. Danke fürs Zusehen und bye bye.